Святи кого за класом дом конту гацієці. Святи кого за класом дом конту гацієці. In einer Familie mit 13 Kindern ist nichts normal. Allein schon deshalb sind wir eine besondere Familie. Wir sind 13. Normal sein ist doch langweilig. Das wollten wir alle nicht. Früher galten wir immer nicht gerade als was Besonderes, aber als was Ungewöhnliches. Wir drei kennen eher sein Vermächtnis als den Menschen selbst. Ich habe den Typen in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Realistically, looking at what you are up against, is it not a possibility somewhere in the back of your mind that this might be a futile? I don't think so. Whatever happens, the black people shall achieve what they want. We are aware that it is a long struggle, but in the very near future, we will be what we want to be. Zizi was a tiny tot, was a very, very tiny, but tall. Zizi war ein Hosenmatz, schmächtig, aber lang in Schlaghosen. Ich wunderte mich, warum sie ausgerechnet ihn zum Führer machten. Einmal sagte ich sogar zu ihm, diese Leute werden dich umbringen, das System. Und er? Ich wünschte, ich könnte meine Beerdigung sehen. Ich war ganz verlegen. 11 Jahre alt und eine der Hauptpersonen bei der Beerdigung von Tsietsi Mashinini. So richtig herausgeputzt, für alle sichtbar. Halb Soweto war da, 90% hieß es. Ich war trauernder, nicht nur in der Menge, ich war ein VIP. Gedichte wurden gelesen, es gab zwei, drei Messen, eine in der Kirche, eine im Stadion und noch eine, aber mir fällt im Moment nicht ein, wo. In the absence of his own parents, to assist him to grow up, to assist him to persist along the path that he had chosen. I think when we lay him to rest later today, it will be a moment when all of us should, in his memory, commit ourselves. Als du 1990 in einem Sarg zurückkehrtest, bekamst du ein großes Begräbnis. Aber was meinte unser Präsident damit, als er von Schuld sprach? Was haben wir getan? Wie kommt es, dass du heute, 16 Jahre nach deinem Tod, fast vergessen bist? Heroes are not born, but a product of struggles. These words could have been written with Tsietsi Mashinini in mind. It was not unforeseen that Tsietsi and his peers ended up being what they were, a group of students whose eyes opened to the injustices of the educational system and the social order. Let our liberal white friends write what they will about the events of June 16. Sometimes things happen. Manchmal passieren Dinge einfach. You know, I never cried. Ich habe nie geweint, nie laut, nicht geschrien.
Ich schaltete das Radio ein, weil ich es im Radio hören wollte. Jemand hatte mir gesagt, es kommt im Radio. Ich schaltete vorsichtig ein und lauschte. Da hörte ich es. Dann fing ich an zu weinen. Aber selbst da, nur leise. I didn't scream.